Ja, das Briefgeheimnis. Ein wichtiges Grundrecht. Ein Grundrecht, das sogar so wichtig war, dass es ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Dort heißt es nämlich in Artikel 10: Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden dient die beschränkung dem schutze der freiheitlich demokratischen grundordnung oder des bestandes oder der sicherung des bundes oder eines landes so kann das gesetz bestimmen dass sie dem betroffenen nicht mitgeteilt wird und dass an die stelle des rechtsweges die nachprüfung durch die von der volksvertretung bestellte organe und hilfsorgane tritt. also ganz einfach das briefgeheimnis darf nur eingeschränkt werden wenn die freiheitlich demokratische grundordnung gefährdet ist. Und das Briefgeheimnis ist auch nicht erst seitdem es die Bundesrepublik gibt ein wichtiges Grundrecht, sondern wurde schon erstmals 1690 auf deutschem Boden erwähnt und gilt seit 1871 in ganz Deutschland. Nun hat aber der Bundestag, weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit, also ich habe es zumindest nicht gemerkt und ich bin auch erst durch ein YouTube-Video von dem Kanal Fantastic Life darauf aufmerksam geworden, eine Gesetzesänderung beschlossen. Postbote dürfen künftig Pakete öffnen. Der Bundestag hat eine Änderung des Postgesetzes beschlossen. Boten dürfen künftig demnach beschädigte Pakete öffnen, wenn sie darin etwa Drogen oder Waffen vermuten. Nice, wenn man so eine Grundrechtseinschränkung beschließt, dann wird man da doch bestimmt eine klare Rechtslage haben, in welchen Ausnahmefällen sowas eventuell erlaubt sein könnte. Nun, im Artikel stand dazu Folgendes. Noch ist die Rechtslage unklar. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung spricht zum Beispiel vom Geruch, der auf Betäubungsmittel oder ähnliches hinweise. Ernsthaft? Der Geruch? Das ist ja ein total tolles Kriterium, weil die menschliche Nase das ja auch sofort riecht, wenn in irgendeinem Paket Drogen drin sind. Also, Top-Kriterium auf jeden Fall um Grundrechte einzuschränken. Und Postboten, die diese Pakete nicht öffnen, wo man das vermuten sollte, werden mit 500.000 Euro bestraft. Das heißt, Postboten, die ein Grundrecht, das eigentlich vom Grundgesetz beschützt ist, missachten, werden künftig mit 500.000 Euro bestraft. Also nochmal, Artikel 10 unseres Grundgesetzes wird eingeschränkt. Nur, weil irgendein paar Drogenpolitiker eine fixe Idee hatten. Ein Grundrecht, für das jahrhundertelang gekämpft wurde. Einfach mal so mit dem Federstrich, ohne dass irgendeine große Zeitung darüber berichtet hätte. Also eigentlich, wenn man nach der Schwere des Grundrechtseingriffs geht, hätte es hier einen ähnlichen Aufschrei wie bei Artikel 13 geben müssen.